Und damit Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Und zwar sind wir hier in diesem lustigen Midgar-Gebäude, haben uns jetzt schon vom Erdgeschoss reingeschlichen über Stockwerk 60 bis in die 66 hervor, konnten dort einen Lauschangriff starten und nun konnten wir die Professorin verfolgen, die ja in die 67 wohl hochgegangen ist. Deswegen... Da ist sie nämlich auch schon. Jetzt ist natürlich nur die Frage, kommen wir da auch hinterher? Na, die Tür ist noch offen. Sollten wir die Gelegenheit beim Shop verpacken? Ich erinnere mich an ihn. Achso, diesen Hojo-Typ. Er ist Chef der wissenschaftlichen Abteilung von Shinra. Renzin, kennst du ihn nicht? Nö. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen, also so sieht er aus. Also so sieht er aus. Ah ja. Gut, na dann. Können wir hier erstmal ein bisschen Trubel machen, denn... denn es erfolgt natürlich ein weiterer Kampf. Was ist das bitte? Angriff, erstmal drauf angreifen. Zauber, machen wir mal Blitz. Was sofort gehen. Okay, das macht schon mal keinen Schaden. Tychus, ich hoffe, du machst wenigstens Schaden drauf. Gut. Okay, Zauber. Wir probieren mal Feuer aus. Vielleicht hilft das ja. Angriff! Schnell! Laserkanone. Ja gut, 17. Das ist verkraftbar. 129. Okay. Also 129 ist schon ordentlich. Da kann man nichts sagen gegen. Ja, und so kommen wir halt langsam von Level zu Level. Was natürlich auch sehr, sehr angenehm natürlich ist. So, hat der irgendwas... Der spricht gar nicht mit uns. Ach, der pennt ja auch. Ach, das ist der, der uns zum Glück nicht entdeckt hat, ne? So, und die hier? Nee, irgendwie auch nicht, ne? Okay, da haben wir schon mal nichts. Gucken wir mal hier rein, was der zu sagen hat. Mal sehen, das Subjekt, nach dem Ojo gefragt hat, ist... Okay, hier erfahren wir noch nicht wirklich viel. Gucken wir mal hier rein. Ah ja, das ist interessant. Gut, dass er sich versteckt hat vor ihm. Ich dachte, es war eine Frau. Ist es das Subjekt von heute? Ja, wir fangen sofort an. Setz es auf die höhere Stufe. Mein teures Subjekt. Herr Jemine. Dass man uns da nicht sieht? Naja, gut. Ja, genau. Wir verstecken uns da hinter einer Kiste und dann sowas. Was ist das bitte? Achso. Ist noch eine Sequenz. Teures Subjekt? Wird es für ein biologisches Experiment benutzt? Oh. Die Stille? Was hat das zu verheißen? Genova! Da haben wir schon wieder etwas, was ihn in Erinnerung zurückversetzt. Und dieses Geräusch ist wirklich sehr unangenehm. Genova, Sephiroth, also, sie haben es hierher gebracht. Renzin, sei stark. Hast du es gesehen? Was gesehen? Es bewegt sich, noch am Leben? Wo ist sein
Ja, verdammter Kopf, das Ganze ist hirnverbrannt. Lass uns weitermachen. Ja, besser ist das. Okay, also hier können wir erstmal nichts machen. Außer einen Kampf entgegentreten. Wow, das sieht sehr metallen aus. Zauber, da müsste doch Feuer sehr gut helfen. Schnellhieb. 70? Okay, gut, das hält sich aber noch in Grenzen. Deswegen schön einen Angriff darauf wagen. 47 ist in Ordnung. Und dann noch den Hieb. Ach so, hat sich erledigt. Es hat sich ausgehiebt. Alles klar. Aber schön, dass es hier eine gewisse Gegnervielfalt gibt. So, hier können wir also auch nichts machen. Hier kommen wir auch nicht durch, wie es scheint. Ach doch, hier hinter kommen wir noch. Ah, seht ihr? So, dann speichern wir einfach mal. Speichern? Ja, ja, Memory Card wird geprüft. Speichern? Danke. Was das auch immer jetzt von Bug war. Den hier oben dürfen wir nicht überschreiben, das ist ja unser aktuellster. Deswegen nehmen wir einfach mal diesen hier. Gut, haben wir erstmal abgespeichert. So, dann haben wir hier noch Folgendes. Substanz Gift erhalten. Oh. Oh. Es geht also weiter nach oben. Wo sind wir gerade? Ach so, siehst du, ich wollte mich nämlich noch umschauen. So, hier war soweit nichts, aber wir müssen uns natürlich noch die anderen Räumlichkeiten angucken, bevor ich hier übereilig irgendwas mir sonst anschaue. Ach so, das lässt sich alles nicht öffnen. Na gut, da war das umsonst, okay. Aber, ja, obwohl, also ja, das Ergebnis ist, dass wir nichts bekommen haben. Deswegen ist es umsonst. Aber es hat uns die Erkenntnis gebracht, dass wir dort nichts übersehen haben. Also haben wir doch einen gewissen Fortschritt erlangt. Gut, da ist der Weg hier richtig. Also rauf. Obwohl, warte mal, da gab es da noch eine Tür. Na gut, dann wollen wir uns mal hier reinwagen. Jasmin! Jasmin! So heißt du also. Was willst du? Wir nehmen Jasmin wieder mit. Versteht sich. Außenseiter. Hättest früher merken sollen, du. Es gibt so viele frivole Dinge auf dieser Welt. Wollt ihr mich töten? Das solltet ihr nicht, glaub ich. Die Maschinen sind sehr empfindlich. Wer würde sie bedienen, wenn ich nicht mehr wäre, hm? Das stimmt. Ich würde sagen, du solltest logisch denken, bevor du voreilig handelst. So, bring das Subjekt rein. Oh oh. Das könnte ein Problem werden. Ach du Hilfe. Ach, Herr Jemine. Francine, Hilfe! Verdammt, was machst du denn da? Einer gefährdeten Art Beistand leisten. Beide sind kurz vor dem Aussterben. Wenn ich nicht helfe, werden all diese Tiere verschwinden. Tier, das ist schrecklich. Jasmin ist ein Mensch. Dafür wirst du bezahlen. Tychus, kannst du nichts tun? Also gut, zurücktreten. Stopp! Oh. Nun. Was machst du da, meine teuren Subjekte? Ja, und nur? Jetzt hast du die Chance, Jasmin zu schnappen. Oh, bloß gut, wir haben sie. Danke, danke, Francine. Och nie.
Ja. Francine, was ist los? Der Aufzug bewegt sich. Das ist kein normales Subjekt. Das hier ist ein sehr wildes Subjekt. Er ist ziemlich stark. Ich helfe euch raus. Es hat gesprochen? Später spreche ich so viel du willst, Fräulein. Wir übernehmen das Monster. Kann jemand Jasmin an einen sicheren Platz bringen? Nancy, ich verlasse mich auf dich. Ach Gott. Jetzt habe ich die Wahl sozusagen. Tychus, pass auf sie auf. Na, Nancy, ich verlasse mich auf dich. Ach Gott, ja, ich verlasse mich auf dich. Nee, aber Nancy möchte ich ja gerne an der Seite haben zum Kämpfen, weißt du? Wie heißt du? Oh. Hojo hat mich Red 13 genannt. Ein Name, der für mich keinerlei Bedeutung hat. Nenn mich, wie du willst. Ach so. Red 13? Wir nennen ihn ganz einfach Tiger. Tiger, das passt irgendwie zu ihm. Ich weiß auch nicht warum. Also Red 13 hört sich an wie ein Vodafone-Tarif. Komm schon. Oh, gegen wen kämpfen wir jetzt eigentlich? Ach so. Nun. Limit. Querhieb. Bitte mal hier rauf. Zauber. Was hat er denn für Zauber? Ach so, ist das jetzt zufällig oder was oder wie? Gut. Wir greifen die erstmal alle an. Ah, okay. Er hat sozusagen ein Feuer auf mehrere. Das ist cool. Na gut, Feuer scheint ja ganz gut zu funktionieren. Was ist das? Na gut, komm. Oder wirkt das Feuer doch nicht immer auf alle? Ich weiß es gerade nicht, aber das ist ja auch egal. Zauber, wir wirken mal die Heilung auf mich besser. Ja, besser ist das. Das zieht doch ein bisschen was ab, deswegen 118, wow. Das ist ordentlich. Und bitte eine Heilung, denn wir müssen es ja nicht erst drauf ankommen lassen. So, Feuer. Analyse. Was heißt die Analyse? Ach so, hilft das nichts, wenn ich darauf gehe? Verdammt. Also gut, wahrscheinlich können wir die nicht unbedingt beseitigen. Gut. Ach so, jetzt wissen wir, was das ist. Ja, jetzt habe ich es verstanden. So, Zauber. Wir machen einen Feuerangriff direkt auf ihn hier. Analyse, wir analysieren ihn. Und gehen direkt auf ihn drauf. Das ist wirklich ganz, ganz elementar. Wahrscheinlich müssen wir ihn besiegen. Ansonsten wird es nicht funktionieren. 788, okay. Da wissen wir schon mal Bescheid. Das ist sehr, sehr hilfreich. So, Zauber, Feuer. Auf ihn. Zauber, Feuer. Machen wir auch auf ihn. Das ist wirklich am allerwichtigsten. Und jetzt müssen wir uns noch heilen. Nancy, wirk Heilung auf dich erstmal. Gut. Also Nancy ist zum Heilen gerade da. 112, okay. Feuer. Weiter einfach auf ihn drauf. Das ist erstmal wirklich ganz, ganz wichtig. So, sie ist geheilt. Dann können wir ja mich in der nächsten Runde heilen. Hetzangriff, Zauber. Feuer. Nee, auf ihn bitte da hinten. Danke. Genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Zauber, Heilung. Jetzt auf mich bitte. Danke. Denn wir bekommen ja permanent Schaden. Das ist ja auch nicht schön. Aber wir müssen ihn halt schnellstmöglich erledigen. Aua, Eis. Francine-Limit-Technik. Okay. Der Querhieb. Den hetzen wir hier rauf. Zauber, Feuer, auch auf ihn. Hierauf. Und Jasmin muss unbedingt wieder heilen. So, Nancy.
Okay, das muss ausreichen. So, Angriff. Nee, Zauber, Feuer. Unbedingt auf ihn da drauf. Zauber. Okay, hat sich erledigt. Sehr gut. Ja, trotzdem hat Tiger einiges abbekommen. Welchen Level hat ein Tiger schon? Level 13. Er knüpft also sehr gut an unser Team an. Wow, was für eine Teamzusammenstellung. Und einen Talisman haben wir erhalten. Sehr schön.